Es reicht nicht, dass die Hardware selber schon RGB hat in den neuen MSI-Gehäusen. Nein, das Glas selber braucht RGBs. Der Nachteil ist nur, dass man das RGB drin nicht sieht, aber dafür ist das Äußerliche umso cooler. Jetzt soll es hier um wirklich neue, schicke Gehäuse gehen von MSI und Mainboards, die dazu passen. Gleich vorneweg, ich habe erfahren, leider kommt sowas nicht in Deutschland raus. Wolf, warum denn? Na, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit nicht so sehr groß, dass wir es in Deutschland bekommen. Cool finden das alle, aber das würde auch sehr teuer werden. Wir haben dazu jetzt noch keine konkreten Preise, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was sich der Normalverbraucher dann in sein Gamingzimmer stellen würde. Es könnte natürlich sein, über kurz oder lang, dass es das vielleicht doch schafft, aber wir machen da besser keine Versprechungen. Deswegen zeigen wir es euch jetzt hier, damit es zumindest jeder mal gesehen hat, was alles möglich ist. Aber das eigentlich Interessante hieran ist das Case selbst. Das Case selbst, das gehört nämlich zu unserem Project Zero. Das Zero im Project Zero steht für Zero Kabel, die sichtbar sind. Das heißt, alle Kabel, die man in einem PC-Bild hat, die kann man im hinteren Teil des Gehäuses verstecken. Dazu gehört auch ein passendes Mainboard. Und wie das genau aussieht, das zeigen wir euch gleich an unseren anderen Beispielen. Jetzt sehen wir Gehäuse, die tatsächlich in Deutschland auf den Markt kommen. Die sind auch ganz schick und auch ganz praktisch. Das erklärt uns jetzt der Wolf. Ganz genau. Also was wir hier sehen, ist unser Pano-Case. Pano wie Panorama. Die Idee des Ganzen ist, wie eben schon gesagt, dass man die Verkabelung eines PC-Bilds möglichst unsichtbar macht. Und das macht man, indem man die an der Hinterseite versteckt. Ich zeige das mal eben hier. So, wir haben es jetzt schon ein bisschen geöffnet. Das ist jetzt auch ein frühes Sample, deswegen ist es noch ein bisschen hakelig, wenn man das öffnet, obwohl es geht sogar. Und man sieht hier, man hat hier einen Raum, in dem man quasi alle Kabel, die man normalerweise an der Vorderseite seines PC-Baus hat, in der Hinterseite versteckt. Ja, das ganze Kabelmanagement fällt im Grunde genommen weg. Man kann das natürlich auch so hinten noch ein bisschen ordentlicher verkabeln, als es jetzt der Fall ist. Hier haben noch natürlich messemäßig schon einige Leute ein bisschen drin rumgewühlt. Aber auf jeden Fall klappt man das dann hier einfach ganz praktisch zu. Man hat dann auch, Rückseite, eine Rückverkleidung noch, damit das dann auch alles clean und schön aussieht. Und dann sieht man eben beim PC-Bild selbst vorne, man sieht es daneben auch nochmal bei der schwarzen Variante, so gut wie keine Kabel. Ja, und das macht es natürlich besonders sauber, wer einen besonders guten Ausblick auf alle Komponenten haben möchte, besonders viel von seinem RGB sehen möchte, der ist damit genau richtig beraten. Schön auch, dass hinten viel Platz ist einfach. Also da muss man nicht immer mit der Rückwand die Kabel so ranquetschen. Und ja, da hat man auf jeden Fall Platz zum Arbeiten. Ja, denke ich auch. Und wer sich jetzt Sorgen macht, dass die Kühlung vielleicht nicht ausreichen könnte, weil wir haben ja natürlich jetzt an der Front und an der Seite haben wir eine massive Verkleidung, da kommt keine Luft durch. Die Kühlung funktioniert ausgezeichnet. Wir haben alle anderen Seiten mit einem Mesh versehen. Es können, ich glaube, bis zu 12 Lüfter, ich will jetzt nicht lügen, bis zu 12 Lüfter angebracht werden. Wir haben hier auch an der Unterseite viel Platz, um die Luft einzusaugen und abzutransportieren letztendlich. Und auch die Rückseite ist mit einem Mesh versehen. Das heißt, für eine hervorragende Kühlung ist auf jeden Fall gesorgt. Wolf, was ist denn das Schickes? Ja, also das ist eine andere Variante dieser PC-Builds, wo die Kabel auf der Rückseite versteckt werden. Das Case ist ein größeres, ist unser Maestro Case, gehört auch zu MEG, also zur Enthusiastenserie, ist natürlich dann auch ein bisschen teurer, aber ist auch entsprechend edel. Ja, also wir haben hier darauf geachtet, das Design ist quasi alles, natürlich, wie gesagt, Kühlung ist hier auch gewährleistet, aber hier hat man darauf geachtet, dass das alles ganz edle Materialien sind, alles sehr runde Formen letztendlich, so dass das fürs Auge besonders ansprechend ist. Denn diese ganze Art und Weise des PC-Baus ist natürlich darauf ausgelegt, besonders zu gefallen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt quasi den Höhepunkt vorerst erreicht. Das ist natürlich nicht ganz günstig. Wahrscheinlich wird dieses Case dann auch über 400 Euro kosten. Ist also wirklich für Enthusiasten gedacht. Aber ja, was sagst du? Sieht auch ganz gut aus, oder? Ja, ist auf jeden Fall schick. Ja, und der Preis habe ich. Aber gut, das war klar bei so High-End-Dingern. Die Mainboards schauen ziemlich schick aus. Ich glaube, die sind dafür da, dass man die einfach in so einem cleanen Bild einbaut. Ja, was ist so Besonderes daran, außer die Optik, die wir jetzt hier da sehen? Genau, das Besondere daran ist, dass die Anschlüsse eben nicht an der Vorderseite des Mainboards befindlich sind, sondern dass sie sich hinten befinden. Ich kann das mal eben zeigen. Ich nehme mal eben das Z97 hier raus. Man sieht hier, alle Anschlüsse befinden sich an der Hinterseite. Man muss sich also vielleicht auch ein bisschen
umgewöhnen, wenn man das Ding ablegt, dass man das nicht dann auf den Pins irgendwie abstützt. Aber dadurch ist es eben möglich, dass das in dem passenden Case ist, das heißt Case und Mainboard müssen natürlich zusammenpassen, dann einbaut und alle Kabel hinten versteckt. Ich nehme an, solche Mainboards passen in die Cases, die wir gerade gesehen haben. Ganz genau. Also momentan haben wir drei dieser Mainboards. Einmal in der Z790-Variante, einmal in der B650M-Variante und einmal in der B67M-Variante. Das ist natürlich jetzt alles noch relativ früh. Je nachdem, wie sich dann dieser Markt und auch das Interesse entwickelt, wird es natürlich auch noch entsprechend mehr geben. Alles klar. Ja, Anschlüsse auf der Rückseite ist dann auf jeden Fall eine gute Sache und ja, für einen aufgeräumten Look, weil ja, man kommt zwar schlechter hin, aber die wechselt man ja doch nicht unbedingt jede Woche und von daher eine gute Sache. Das war's mit den Mainboards und Cases hier auf dem Stand von MSI. Wenn ihr die anderen Sachen sehen wollt, Monitore und viele tolle andere Sachen, klickt hier jetzt in die Videos und wir sehen uns dann. Bis gleich.